Es sieht nach Spaß aus, was die Kinder hier im Hallenbad der Grundschule in Wehofen machen. Aber das Planschen im Wasser hat einen Sinn und Zweck, sich ans Wasser zu gewöhnen und dann schwimmen zu lernen. Gemeinsam mit seinem Bruder Dieter leitet Werner Haferkamp den Schwimmkurs Wasserblubler und Seepiraten der AWO-Familienbildungsstätte Walsum. Unter den wachsamen Augen der Eltern bringen die beiden den Jungen und Mädchen im Kindergartenalter das Schwimmen bei. Dass es dazu überhaupt kam, verdankt er seiner Schwägerin. Ich war früher im Schwimmverein gewesen, habe da auch schon Kinderschwimmen gemacht. Und dann irgendwann verliert man das. Meine Schwägerin arbeitet bei der AWO und die hat mich dann dazu gebracht. Und das ist jetzt schon 20 Jahre her. So lernten in dieser Zeit mehr als 700 Kinder mithilfe von Werner Haferkamp die Wasserscheu zu überwinden. Den Spaß daran hat er in all den Jahren nicht verloren. Er freut sich über jeden Erfolg, egal ob groß oder klein. Am meisten Spaß ist das, mit den Kindern zu arbeiten. Immer sehen, welchen Erfolg wir dann haben und dass sie nachher schwimmen können. Wir hatten schon Kinder, wie gesagt, mit 4 Jahren, die schon schwimmen konnten. Das ist auch schon toll. Seiner Meinung nach sollten solche Kurse noch viel öfter angeboten werden. Nur durch den Schwimmunterricht in der Schule lernen nämlich immer weniger Kinder schwimmen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Geschlossene Lehrschwimmbecken, viel zu große Klassen oder zu wenig ausgebildete Schwimmlehrer. Und wenn die Schule kein Geld hat, gibt es eben gar keinen Schwimmunterricht. Deswegen sind außerschulische Schwimmkurse momentan sehr gefragt. Damit auch jedem Kind genug Beachtung geschenkt wird, sind die Aufgaben zwischen den Brüdern genau aufgeteilt. Ich habe die kleinen Kinder zum Wasser gewöhnen und mein Bruder hinten, der nimmt die, die schon schwimmen können ohne Schwimmarme und die werden dann so lange trainiert, bis sie ihr Seepferdchen machen können. Mit dem Seepferdchen endet der Schwimmkurs der Brüder Haferkamp. Die Schwimmflügel können dann ganz hinten in den Schrank geräumt werden.